meine Frau und ich haben es so organisiert und eingeladen, die Familie, mein Onkel, meine Tante, Schwiegermutter meines Onkels, meine Cousinen und Cousins mit Familien, alle zu uns nach Duderstadt am 2. Oktober, alle zu unserer Duderstadt eingeladen und wir werden zusammen von dem 2. auf den 3. feiern. Wir haben uns abends hier in Duderstadt getroffen. Es gab hier einen politischen Festakt dazu. Es gab einen Gottesdienst. Ich bin mit den Kindern zu einem Kreuz hingegangen, habe Blumen hingekratzt. Das Kreuz steht hier auch noch so im alten Sperrgebiet bis heute. Meine Verwandtschaft und wir haben bei uns zu Hause zusammen gegessen. Fondue hat es gegeben. Hat allen gut geschmeckt. Kurz vor 0 Uhr, das hatte ich so, meine Frau und ich so überlegt haben, wir haben für alle ein Grundgesetz gekauft. Das ist das Beste, das ist die Grundlage und so, auf der wir jetzt gemeinsam stehen. Wir haben allen ein Grundgesetz geschenkt und hineingelegt, ein kopiertes Gebet aus dem christlichen Milieu, eben ein Gebet für den Frieden in dieser Welt und dass alle Menschen immer genug zu essen haben mögen und ja, dass Diktatur und Gewalt nicht sein mag. Das haben wir gemacht. Dann gab es ja hier Glockengeläut um 12 Uhr, auch ein Feuerwerk. Und so haben wir die ganze Nacht miteinander verbracht und den nächsten Tag auch. Es waren ja überall Musikkapellen hier. Ja, so, das war so unser Tag der deutschen Einheit vom 2. auf 3. Oktober 1990.